Ja, ein herzliches Grüß Gott an alle Teilnehmer unseres ersten digitalen Tech Days, den wir ja gezwungenerweise in Corona-Zeiten durchführen dürfen wollen und hier bereits neue Wege beschreiten dürfen und auch müssen vielleicht. Da ganz kurz zu meiner Person, wer steht vor Ihnen? Andreas Götz ist mein Name, bin Ausbildungsleiter bei der Firma Pfleiderer und darf gemeinsam mit meinem Team den Ausbildern die ganze Ausbildung gestalten, von Berufskennenlernen, Berufswahlseminare bis über die Ausbildung bis hin dann zu der ganzen Übernahmegeschichte, Eingliederung in die Fachabteilungen. Und da mache ich seit 25 Jahren und genieße es auch, mit jungen Menschen zu arbeiten. Da darf ich aber für das heutige Projekt erstmal die Projektleiterin, die Frau Böhler, in unsere Mitte bitten und ein bisschen was über sich erzählen, vielleicht ganz kurz über das Projekt und euch in die Situation einbinden. Dankeschön, Herr Götz. Also mein Name ist Merima Böhler, ich bin 21 Jahre alt und duale Studentin beim Pfleiderer. Meine Fachrichtung ist BWL Marketing und ich war eben für das Projekt zuständig und durfte während meiner Homeoffice-Zeit auch dieses mit dem Team hier gestalten. Damit wünsche ich euch viel Spaß mit dem Ausbilderteam. Danke, Frau Böhler, für die kurze Vorstellung und schon danke für das Projekt durchzuführen. Und als nächsten Backup-Mitarbeiter unseren Ausbilder, Herrn Dittmeier, nach vorne bitten, weil das ist nämlich eine der wichtigsten Personen, damit es auch funktioniert. Ich darf mich auch ganz kurz vorstellen, Matthias Dittmeier mein Name. Ich bin hier im Ausbildungszentrum der Firma Pfleiderer für die Elektroausbildung zuständig. Heute allerdings nicht vor der Kamera, sondern mehr hinter der Kamera, dass auch die Technik alles funktioniert und wir das heute so durchführen können. Und da darf ich euch viel Spaß noch wünschen. Danke, Matthias, für deine technischen Unterstützungen und für deine kurze Vorstellung. Und der dritte im Bunde im Ausbilderteam, das ist der Herr Gesel, dem darf ich jetzt das Wort kurz übergeben. Dankeschön. Recht herzliches Willkommen auch von meiner Seite zu dem Livestream heute. Mein Name ist Tobias Gesel. Ich bin hier am Standort der Leiter für die technische Ausbildung. Das heißt, in Summe zuständig mit den Kollegen für rund 80 technische Azubis. Was heißt zuständig vom Einstellen über Praktika, Urlaubsanträge, gemeinsames Gestalten der Ausbildung als solches, Ansprechpartner für die Berufsschulen etc. Das ist so die Hauptaufgabe. Ich bin seit 6 Jahren wieder im Unternehmen im Bereich Ausbildung, war vorher hier schon mal in der Ausbildung selber, habe selber eine Ausbildung absolviert, zwischenzeitlich außer Haus unterwegs und habe meinen Techniker absolviert und wie gesagt seit 6 Jahren hier zugange. Ja, digitaler Tech Day, was ist das, was heißt das, warum machen wir den überhaupt? Das hat eine relativ einfache Bewandtnis, die momentan die ganze Welt betrifft. Corona ist in aller Munde und unser eigentlicher Tech Day hätte am 14.03. stattfinden sollen. Der wurde leider gecancelt. Wir haben es in den Medien, in der Presse auch kundgetan, dass wir das nicht durchführen können und auch dürfen. Und uns war das zu lange, das irgendwo bis im Sommer, Herbst reinzuschieben, weil wir genau wissen, dass euch, liebe Schüler, Schülerinnen, die auch aktuell nicht in den Schulen anwesend sein dürfen, das schon unter den Nägeln brennt. Wie geht es denn mit dem Thema Berufsorientierung? Und dafür wollen wir heute unterstützend da sein und euch ein bisschen Tipps an die Hand geben. Ein paar technische Details vorab möchte ich noch mit ansprechen. Und zwar geht es hier um den Link als solches und die Handhabe. Wer uns denn sehen kann, hat schon mal die erste Hürde gemeistert und hat den Zugangslink bekommen auf die Homepage. Und auf der Homepage selber ist nicht nur der Stream zu finden, sondern unterhalb des Streams findet da einen YouTube-Link, auf den ich klicken kann und komme hier nochmal auf YouTube direkt. In YouTube besteht die Möglichkeit der Kommentarfunktion des Chattens, so haben wir das auch beschrieben. Und parallel dazu wird die Merima Böhler die Fragen sammeln und im Anschluss
der Vorstellung des Inhalte von unserer Ausbildung Berufsorientierung werden wir darauf eingehen. Gerne jederzeit jetzt schon reinschreiben die Fragen. Wie gesagt, beantworten werden wir die erst gegen Ende. Ja, was findet man noch auf der Homepage, auf den Link? Noch zu finden ist, abgesehen von dem Livestream, ein Azubi-Interview, ein gedrehtes Interview, das die Merima mit den technischen Azubis wirklich live unten vor Ort gemacht hat, und die verschiedensten Ausbildungsberufe des Elektronikers, des Industriemechanikers für Produktionstechnik, des Industriemechanikers für Instandhaltung, als auch des Maschinenanlagenführers gedreht haben und da zu finden sind. Noch mit aufgeführt ist das Thema Praktikum, wie das läuft, mit einem Formular dazu. Das werden wir auch noch kennenlernen und darauf eingehen. Und was noch zu finden ist als letzter Punkt, ist die Pfleiderer, die Pfleiderer Werke. Was stellen wir überhaupt her? Wer sind wir? Oftmals bekannt Spanplattenhersteller, ja, aber wir machen vieles, vieles mehr darüber hinaus im Bereich der Holzwerkstoffe, und da kann man gerne einfach mal ein bisschen stöbern und gucken. Das geht auch nicht verloren, sondern Sie finden sowohl den Livestream als Video als auch die anderen Punkte für 3 Wochen auf unserer Homepage und können sich das im Nachklang nochmal anschauen. Wenn Sie Interessenten haben, gerne auch weitergeben, weiterschicken. Dazu aber später auch gerne nochmal mehr, wenn Fragen bestehen. Ansonsten würde jetzt der Herr Götz den Inhalt bzw. den Ablauf des heutigen Programms kurz vorstellen. Ja, ich glaube, das ist schon wichtig, am Anfang zu informieren, was haben wir überhaupt vor. Keine Angst, wir werden keine 3 Stunden hier moderieren bzw. Informationen weitergeben, sondern wir möchten das ja kurzweilig in circa 30, 40 Minuten machen. Für uns ist das das erste Mal und wir suchen die Zeit auch dementsprechend einzuhalten. 5 Punkte waren uns extrem wichtig, wo wir glauben, dass das für die Berufswahl, für die Berufsentscheidung grundlegende Sachen sind. Das erste ist, was geschieht, wo können wir unterstützen, bereits bevor die Ausbildung beginnt. Und dann, glaube ich, ist auch wichtig, dass man weiß, wie läuft so eine Ausbildung überhaupt ab, wie wird die gestaltet, was sind die Inhalte und so weiter. Als dritten Punkt ist für uns wichtig, dass auch der interessierte Schüler, Schülerin, die Eltern, Lehrer auch wissen, was wird an den Prüfungen später mal gefordert. Und dann als vierten Punkt natürlich, wie ist die Übernahmesituation, wie gestaltet sich das Facharbeiterleben, wie wird das überhaupt gemacht, ist heute Ausbildungsende, morgen ist Facharbeiter. Und als wichtigstes, denke ich mal, in der Berufsfindung ist der 5. Punkt, wo wir uns nochmal versuchen, euch Informationen an die Hand zu geben. Wie gehe ich mit einem Praktikum um? Wie soll ich ein Praktikum gestalten? Brauche ich das überhaupt? Und das sind die 5 Punkte, mit denen wir uns jetzt mal auseinandersetzen möchten und euch bei der Berufswahl, Berufsfindung, Firmenfindung, ja, Mitarbeiterfindung, einfach da mal voranzukommen. Ich möchte gleich den ersten Punkt übernehmen, die Zeit vor der Ausbildung. Wann beginnt die Berufswahl überhaupt? Wo können wir unterstützen, wir bereits als Firmenpfleiter? Ich denke, wir sind in sehr vielen Arbeitskreisen tätig, wo die Berufswahl bereits durch sogenannte MINT-Veranstaltungen beginnt. Also den MINT-Bus begleiten wir zum Beispiel als Möglichkeit, bereits in der 6., 7., 8. Klasse, je nach Alter, einzusteigen und speziell die MINT-Berufe, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik, kennenzulernen. Da beginnen wir bereits, unterstützen, geben auch Schulklassen die Möglichkeit, mal unser Ausbildungssystem zu zeigen. Jetzt in den Corona-Zeiten etwas schwieriger, aber es wird mit Sicherheit wieder anders und wir werden nicht aufhören, das auch weiter voranzutreiben. Wir versuchen aber auch, euch durch gewisse Berufswahlseminare, die wir mitgestalten, gemeinsam mit der Agentur für Arbeit, welche jetzt auch nicht stattfinden können, darum unser digitaler Tech Day und die Möglichkeit, sich hier Informationen zu holen, zu unterstützen und natürlich auch durch die verschiedenen Praktikas. Wie gesagt, Praktikas sind für uns in der Berufsfindung, in der Azubi-Gewinnung ein zentraler Punkt, um da auch wirklich die geeignetsten Mitarbeiter später zu finden. Ich sage immer, es müssen 2 Hände zusammenpassen,
die einmal die Azubis und einmal dann auch die Firma selber. Wenn das nicht passt, wenn es da irgendwelche Konflikte gibt, dann wird das, glaube ich, nicht zu einem guten Erfolg führen. Und darum wird Praktikas auch als zentraler Punkt zum Schluss nochmal von uns darauf hingewiesen. Also wie gesagt, nutzt die Zeit vor der Beginn des Ausbildung erstmal den Beruf kennenzulernen, die Firma kennenzulernen, aber auch die Mitarbeiter in den Firmen kennenzulernen. Und da gibt es ja mittlerweile unendlich viele Möglichkeiten, das zu tun. Also wenn man einmal Berufsausbildung in Google eingibt, dann kommt man über 1,2 Millionen Klicks. Und das ist halt so umfangreich. Und darum eine Bitte von meiner Seite, befasst euch früh genug vor Beginn der Ausbildung, vor der Ausbildungsentscheidung mit den Möglichkeiten, die es gibt. Bezieht eure Eltern mit ein, Lehrer mit ein, Verwandte, vielleicht auch Vorbilder und nutzt die Möglichkeit, bei uns vorbeizuschauen, vielleicht auch uns mal zu kontaktieren, aber auch dann auch wieder andere Firmen kennenzulernen, um einen Vergleich zu haben. Was passt zu euch? Wie passen wir zur Firma? So viel mal zu der Geschichte vor der Berufsausbildung, vor Beginn des Ausbildungstages, Ausbildungszeit. Aber natürlich, was auch wichtig ist, schaut genau dorthin in den Firmen, wo ihr mal versucht oder Möglichkeiten seht, die Ausbildung zu beginnen. Wie läuft denn die Ausbildung hier ab? Ihr müsst oder könnt erstes Mal in eurem Leben euch die Lehrherren, die Lehrer, in dem Fall die Ausbilder, aussuchen. Ihr könnt auch aussuchen, welche Schwerpunkte ihr in den nächsten 2, 3 oder 3,5 Jahren legt. Und darum ist es, glaube ich, ganz ein wichtiger Punkt, nachzufragen, sich zu informieren, wie läuft eine Ausbildung in der Firma ab, um dann natürlich auch eine Entscheidung zu treffen, wo gehe ich denn hin, wo bewerbe ich mich überhaupt, wo ist das überhaupt? Und es gibt, wie gesagt, wieder der Punkt Praktika, nichts Besseres, als eine Woche Praktikum zu machen und da auch die Firma, die Mitarbeiter und den Ausbildungsablauf kennenzulernen. Und wie läuft die Ausbildung bei Pfleiner ab? Da gebe ich jetzt an meinen Kollegen wieder, an Herrn Gesel, weiter. Ich glaube, das ist ein Punkt, den ganz, ganz wichtig ist. Bitte, Herr Gesel. Dankeschön. Und sofern die Technik funktioniert, sollte jetzt bei jedem der Ablauf unserer Ausbildung als solches im Groben mal dargestellt sein. Und wir werden uns die einzelnen oder anhand der einzelnen Punkte jetzt da durch das Programm hangeln. Wie man schon sieht, Einführungswochenende, die Ausbildung beginnt bei uns vor der Ausbildung. Was heißt das? Uns ist es wichtig, dass man nach der Schule Berufsorientierung, ich habe meinen richtigen Ausbildungsplatz, richtigen dualen Studienplatz gefunden im Unternehmen, möglicherweise bei uns im Unternehmen, wollen wir den Schülern, den zukünftigen Azubis, den Einstieg erleichtern. Das heißt, ich komme aus der Schule raus und fange vor dem 1. September, in der Regel das Wochenende davor, schon an mit einem gemeinsamen Kennenlernen in der Mitte von Deutschland, Herbststein bei Fulda, wo alle Azubis aus allen 5 deutschen Pfleiderer Standorten zusammenkommen und sich da auch schon kennenlernen. Die Ausbilder kennenlernen, das Unternehmen kennenlernen, aber auch schon erste Grundlagen hinsichtlich der Arbeitssicherheit gelegt werden. Das verbirgt sich hinter diesem Einführungswochenende. Es ist ein ganz, ganz wichtiger Grundstein, den wir darlegen, der dann auch trägt durch die nächsten Monate, nächsten Jahre. Gefolgt daran, der zweite Punkt, Beginn der Ausbildung, der 1. September. Man kennt sich untereinander unter den Azubis, man kennt auch die Ausbilder schon. Und wir nehmen uns da intensiv Zeit, circa eine Woche, wo wir die Grundlagen legen. Rechte und Pflichten während der Ausbildung als Beispiel. Wie schreibe ich ein Berichtsheft? Wie ist der Umgang mit digitalen Medien, Outlook, Teams und dergleichen mehr, Online-Berichtsheft, ganz, ganz große und spannende Themen, wo wir uns intensiv Zeit nehmen werden mit unseren Azubis, vielleicht auch mit dem einen oder anderen Zuschauer, um da eine gemeinsame Basis zu bilden. Unterschiedlichste Herkünfte haben wir von unseren Azubis, von den
qualifizierenden Mittelschulabschluss über Realschule, FOS, alles kunterbunt mit dabei. Und damit man hier gemeinsam starten kann, machen wir da intensive Grundlagen. Die Grundlagen gehen dann weiter im Anschluss. Eine sogenannte Grundausbildung im technischen Bereich, wo man, ja, ich sag mal, die Elektroniker für Betriebstechnik beispielsweise, wie klemme ich ein Verlängerungskabel an? Im mechanischen Bereich kann das zum Beispiel das Bohren sein, aber auch schon das Fräsen. Besonderheit hier ist zu nennen, dass wir einen individuellen Versetzungsplan haben. Das heißt, ich habe kein starres Konzept, sondern wir, ja, beobachten bzw. sind im Gespräch, in Ausbildungs- und Entwicklungsgesprächen mit unseren Azubis, wo stehe ich denn aktuell, wie weit bin ich mit meiner Ausbildung, was habe ich mir schon angeeignet. Und daran kann man dann individuell gestalten, wie lange oder welche Kurse muss denn der Einzelne absolvieren. Das macht uns schon, sagen wir, ein Stück weit besonders, weil wir den einzelnen Menschen, den einzelnen Azubi als solches betrachten und damit einfach was überstülpen. Das Thema Ausbildungsentwicklungsgespräche zieht sich auch dementsprechend durch die ganze Ausbildung, sodass das die 2, 3, 3,5 Jahre begleitend ist. Nach dieser Grundausbildung, das wäre dann der dritte Punkt in unserem Ablaufplan, praxisnahes Arbeiten, Abteilungswechsel und Austauschen. Auch hier wird man dann relativ schnell in die verschiedenen Fachabteilungen im Werk eingesetzt, um da schon mal ein bisschen Werkserfahrung, Werksluft zu schnuppern, die ersten Erfahrungen zu kennen, die Kollegen vor Ort kennenzulernen, die Arbeitsweisen kennenzulernen, da ja das dann auch später der Einsatzort unserer Azubis, der zukünftigen Facharbeiter sein wird. Und dazu, was dann die Prüfungen angeht, so Mitte der Ausbildung in etwa kommen wir später noch. Ich möchte aber dann schon auf den nächsten Punkt noch mit überleiten, an die Berufsschule bzw. an die Fachhochschule. Da möchte ich vielleicht noch kurz starten oder einschieben. Berufsschulen sind sehr unterschiedlich. Das ist abhängig von den Berufsbildern. Es gibt in Deutschland über 300 Ausbildungsberufe und über 19.000 Studiengänge. Es wäre jetzt zu umfangreich, da jeden Einzelnen zu beleuchten. Darum picken wir uns unsere Ausbildungsberufe raus. Ich kann dazu bloß ermutigen, wenn ich persönlich für mich einen Beruf gefunden habe, einen dualen Studiengang gefunden habe, mich intensiv damit auseinanderzusetzen. Es gibt sogenannte Ausbildungsordnungen, wo man auch nachsehen kann, was ist denn da inhaltlich bei diesem speziellen Berufsbild, das mich interessiert, in unserem Fall der Elektroniker, Industriemechaniker, Maschinenanlagenführer, ist das genauestens gelistet und da kann ich mir das schon mal grob ein bisschen clustern. Die Berufsschulen, wie angesprochen, sind sehr unterschiedlich. Das kann von Blockbeschulung gehen. Das heißt, dass ich eine Woche, zwei Wochen am Stück in der Schule bin und dann wieder für mehrere Wochen im Ausbildungsbetrieb. Das kann aber beispielsweise auch tageweise gehen. Das heißt, ich bin in der einen Woche einen Tag in der Berufsschule, die restlichen Tage wieder im Unternehmen. Also hängt ganz unterschiedlich ab, was die Berufsschulen angeht. Es gibt aber auch noch Besonderheit dazu oder mehrere Besonderheiten. Da wird der Herr Götz noch was dazu erzählen. Ja, ich möchte gleich anknüpfen an die Ausbildung von Herrn Glesel. Unsere Ausbildungsentwicklungsgespräche sind die Grundlage für unsere Weiterbildung bzw. Qualifizierungskonzept. Ich möchte mal ein Beispiel sagen. Er hat ja 3 Jahre Ausbildungszeit, eventuell 3,5 Jahre, die Möglichkeit, sich zu entwickeln. Und Alter 15 Jahre Beginn Ausbildung oder vielleicht schon von 18 Jahren. Und die Berufsschule, wie der Herr Glesel gesagt hat, bietet hier eine gute Möglichkeit, sich während der Ausbildung auch durch das Fachabitur, durch die sogenannte Berufsschule Plus anzubieten. Beziehungsweise hier sind wir in einem Markt, in der glücklichen Lage, dass die Berufsschule in dem Markt das anbietet, machen nicht alle Berufsschulen in Bayern. Und ich glaube, unsere Azubis nutzen das sehr intensiv. Wir haben zurzeit insgesamt 7 Azubis, die Berufsschule Plus besuchen. Und darauf bauen wir natürlich auf. Genauso wie wir aufbauen auf
Mitarbeiter, Azubis, die eine Ausbildung bei uns machen, aber bereits diese mit einem Abitur, Fachabitur beginnen. Und hier versuchen wir den ersten Step bei den Ausbildungsgesprächen, Ausbildungsentwicklungsgesprächen bereits zu setzen und zu eruieren, gemeinsam mit den Azubis in Kontakt zu bleiben und dann nach der Berufsausbildung, dualen Studium, auch die Leute weiter zu begleiten auf den unterschiedlichsten Entwicklungsstufen, unterschiedlichen Einsatzstufen. Manchmal reicht für einen Arbeitsplatz auch kein Facharbeiter aus, sondern es muss mit einem Elektroingenieur besetzt werden. Und hier versuchen wir in den Gesprächen dann mit den Azubis Wege zu finden, Wege aufzuzeigen und am besten möglichst Wege gemeinsam zu gehen. Ich sage als Beispiel, jemand hat eine Ausbildung bei uns absolviert als Elektroniker für Betriebstechnik. Danach hat er gesagt, Mensch, das ist jetzt für mich nicht alles gewesen, ich möchte noch weitermachen, habe die Lust am Lernen noch nicht verloren, bin in die Post gegangen, Berufsoberschule, habe mir mein Fachabitur angeeignet und wir haben ihn dann wieder gewinnen können, beziehungsweise während der Postzeit auch begleiten können, Möglichkeiten gegeben durch Ferienarbeit und so weiter und haben dann ihn als Elektroingenieur ausbilden dürfen in einem dualen Studium an der DHBW in Mosbach. Ist ein Beispiel von vielen Beispielen und ich sage mal, für beide Beteiligten kann es nichts Besseres geben. Einmal für den Azubi, später dualen Studenten. Er kennt oder lernt innerhalb von 3,5 Jahren die Ausbildung bei Pfleiderer kennen, kennt alle Wege, alle, ich sag mal, Gegebenheiten. Und danach geht er zum dualen Studium, also mit gewissen Studiumszeiten, mit gewissen Praxiszeiten und hat natürlich hier den Vorteil gegenüber anderen Studierenden, dass er bereits das betriebliche Geschehen kennt und sich nicht da noch groß einarbeiten muss. Für die Firma ist natürlich auch der Vorteil, dualen Studenten, der vorher eine Ausbildung gemacht hat, bei uns dann zu qualifizieren, weil er einfach keine Einarbeitungszeit mehr braucht. Das ist ganz einfach und für uns auch sehr schnell nutzbringend einzusetzen. Das ist aber nicht das Einzige an Weiterbildungsmöglichkeiten. Also wir haben auch, wenn ich bei den Elektronikern bleiben darf, haben wir bei uns in Elektriker einen Anteil von Meistern und Technikern, die also von 80%, also alle von allen Elektrikern sind 80% Meister oder Techniker, die wir also durch die Technikerschule, durch die Meisterschule in den unterschiedlichsten Formen begleiten durften und auch bei uns gewinnen durften. Bei allen Elektrikern sind 90% kommen aus unserer eigenen Ausbildung heraus. Also das heißt, die Übernahmechancen bzw. Entwicklungschancen sind sehr, sehr hoch. Und natürlich gibt es auch immer arbeitsplatzbezogen, bedarfsbezogen Möglichkeiten, sich Wissen anzueignen durch Weiterqualifizierung, durch bestimmte Kurse, sei es auch mal eine Excel-Kurs als Geschichte. Und da kann ich aber an jeden Azubi appellieren oder an euch schon jetzt appellieren, wenn ihr Ausbildung bei Pfleiderer mal startet, würde uns freuen. Nehmt es selbst in die Hand und wartet nicht, bis jemand auf euch zukommt, sondern versucht schon während der Ausbildung so viel mitzunehmen, so viele Kurse wie möglich zu bedienen. Dann kann man gemeinsam das starten und der Mensch steht bei uns im Mittelpunkt. Wir müssen das gemeinsam machen. Es wird niemand auf euch alleine zukommen und ihr könnt nicht es ohne uns machen. Und das ist für uns das wichtigste Thema, gemeinsam die Weiterbildung, Ausbildung zu gestalten. Ja, was machen wir noch? So ein wichtiges Thema in der Ausbildung, das sind die ganzen Projekte, die wir immer durchführen. Und dafür sind wir bekannt. Als bei Pfleiderer, wenn du eine Ausbildung oder alles Studium machst, da wirst du mit Projekten überhäuft. Warum machen wir das? Weil wir der Überzeugung sind, dass es am meisten Input gibt, am meisten Spaß macht beim Lernen, vielleicht manchmal am meisten anstrengend ist. Aber genau das brauchen wir ja für das spätere Berufsleben, weil da spielt sich alles in Projekten oder Aufgaben ab und die muss man nicht nur ausführen auf Anweisung, sondern auch eigenständig dann organisieren. Das Projekt Digitale Dächte, das hat, können wir als Beispiel nehmen, das hat der Herr Gläser geleitet und vielleicht erzählt er uns mal ein paar Worte dazu.
wie angesprochen, Projekte hört sich immer sehr umfangreich an. Es kann es auch sein oder kann es auch werden. Ich habe es eingangs erwähnt. Wir haben uns mit der Thematik digitalen Tech Day als Beispiel beschäftigt. Wir wollten nicht warten bis Sommer, Herbst, sondern wir wollten es jetzt aktiv angreifen, um euch Schüler, Schülerinnen zu unterstützen bei der Berufsorientierung und haben dann auf die Schnelle hier zwei duale Studenten und einen kaufmännischen Azubi akquiriert. Einen habt ihr schon gesehen, die Merima, die Projektleitung dazu übernommen hat. Und warum machen wir das? Die Projekte starten oder angehen, weil ich danach in meinem zukünftigen Facharbeiterleben, wo ich eingesetzt werde, das auch habe. Da wird es keinen geben. Ich bringe da immer ganz gerne das Bild mit dem Meister und dem Schraubenschlüssel, der einen an der Hand nimmt und sagt, jetzt geh mal mit mir mit. Du gehst an diese Stelle, da ist genau das kaputt. Du musst genau das anschauen. Du musst genau diesen Schraubenschlüssel in die rechte Hand nehmen, um die Schraube dann rechtsrum zuzudrehen oder aufzudrehen. Das wird dann nicht mehr passieren oder nicht mehr der Fall sein, sondern wir brauchen, das ist nicht nur bei uns so, sondern es ist bei vielen, vielen anderen Unternehmen das Gleiche. Wir brauchen eigenständige, zuverlässige, ideenreiche, selbstständige Mitarbeiter. Und wie bekommen wir das hin? Mit umfangreichen Projekten oder mit eigenen Projekten. So war jetzt der Projektauftrag gestartet für heute. Es sollte ein digitaler Tech Day entstehen mit gewissen Rahmenbedingungen, zeitlichen Abläufen, Meilenstein, Budget, was habe ich zur Verfügung, Rahmenbedingungen etc. Und so hat dieses Projektteam alles, was man jetzt um uns herum sieht, eigenständig in Absprache mit den Beteiligten, Marketing als Beispiel, bei uns mit der Ausbildungsabteilung auf die Füße gestellt und was dabei rausgekommen ist, seht ihr jetzt hier so selbst. Ja. Also viel Verantwortung ist mit dabei, aber spannende Aufträge, spannende Projekte, die dann dabei entstehen oder entstehen können. Das macht das Ganze, wie es der Herr Götz gesagt hat, spannend, lebhaft, begreifbar und man sieht auch, was man dabei geschaffen hat. Der digitale Tech Day ist natürlich exemplarisch ein Beispiel. Darüber hinaus gibt es viele, viele, viele praktische Projekte, die sowohl im Werk als auch bei uns in der Ausbildung, im Ausbildungszentrum wiederzufinden sind. Thema Ausbildungszentrum. Komme ich zum nächsten Punkt, Prüfungsvorbereitung. Zur Begriffsdefinition, es gibt bei allen Ausbildungsberufen diverse Prüfungen. Da die Bitte vielleicht vorab, egal für welchen Beruf ich mich entscheiden sollte, damit immer ein bisschen beschäftigen. Oftmals hört man, ja, da lege ich dann eine Zwischenprüfung ab, da lege ich dann eine Abschlussprüfung ab. All das ist richtig. Es gibt sowohl Zwischenprüfungen als auch Abschlussprüfungen. Da gibt es aber Unterschiede oder unterschiedliche Arten dieser Prüfungen und was das auch aussagt. Als Beispiel zu nehmen ist die Abschlussprüfung Teil 1 vom Elektroniker, bleiben wir mal bei dem Beruf, simultan dazu der Industriemechaniker, Produktionstechnik, Industriemechaniker, Instandhaltung, das Gleiche, absolviert nach 18 Monaten eine sogenannte Abschlussprüfung Teil 1. Diese Abschlussprüfung zählt bereits zu 40% zum Gesamtergebnis. Das heißt, ich muss am Ende meiner Ausbildung eine Gesamtprüfung ablegen und bereits nach 18 Monaten findet schon mal hier eine Abschlussprüfung Teil 1 statt und die zählt schon zu 40%. Das ist eine ganze Menge. Und wir sehen uns da den Azubis verpflichtet, die nicht alleine zu lassen, um die Prüfung stattfinden zu lassen, sondern wir wollen unsere Azubis da ideal und optimal darauf vorbereiten. Und wie sowas ausschauen kann oder wie sowas abläuft, kann vielleicht kurz der Herr Götz erklären. Ja, das ist ja mein Steppenpferd, Prüfungsvorbereitung Teil 1 mit den Mechanikern zu machen, aber auch das Mitgestalten bei den Elektronikern. Und ich denke, wir haben uns schon vor Jahren entschieden, uns hier intensiv Zeit zu nehmen oder viel Zeit zu nehmen. Ist immer Prüfung Teil 1, die 40% abzulegen, ist immer so Ende März, Anfang April, Mitte April. Heuer ganz anders abgesagt worden und verlegt in September. Wir hoffen, dass wir nicht alle Jahr Corona haben. Aber wir versuchen in 3 Monaten, 2,5 Monaten, je nach Azubi, nach Ausbildungsfortschritt,
die Azubis intensiv darauf nochmal vorzubereiten, einen guten Grundstein zu legen für die Abschlussprüfung Teil 1 und natürlich auch vorhandene Defizite, die in den eineinhalb Jahren vor der Prüfung aufgetreten sind, aufzuarbeiten, zu verbessern und dann vielleicht auch dadurch einen guten Grundstein zu legen. Jetzt darf ich ein bisschen stolz sein auf unser Ausbilderteam, weil wir haben eine durchschnittliche Quote oder Prozentzahl vom Ergebnis, das also 89% als Ergebnis ist. Und das ist schon ein sehr hohes Ergebnis für die Teil 1 Prüfung als Durchschnitt der letzten 10 Jahre. Und ich glaube, wenn ihr Berufswahl angeht und fragt ruhig mal in den Firmen, wie läuft denn die Prüfungsgeschichte bei euch ab in der Firma? Es ist wichtig, damit ihr auch wisst, wie kommt ihr voran, wie werdet ihr trotzdem begleitet, wie selbstständig könnt ihr werden und so weiter. Und da beginnt auch schon ein Punkt, den man in der Ausbildung gar nicht so unterschätzen darf. Jede Teil 1 Prüfung beinhaltet ein sogenanntes begleitendes Fachgespräch. Das heißt, während der Prüfung führt ein Prüfer ein begleitendes Fachgespräch. Ich nenne das also, oder ich stelle das besonders heraus, weil es auch wichtig ist zu wissen, ich muss auch gewisse Kommunikationsfähigkeiten mir während der Ausbildung aneignen. Und das, glaube ich, sollte man auch bedenken. Das üben wir natürlich genügend, keine Angst. Auch der nicht so kommunikative Azubi, den bekommen wir dorthin, auch sich fachlich da ganz klar einzusetzen. Und wie gesagt, nach der Abschlussprüfung Teil 1 geht's raus ins Werk. Die Ausbildungsordnung gibt uns jetzt den Punkt an, Einsatz im späteren Übernahme- oder Einsatzgebiet, so wird es in der Ausbildungsordnung genannt. Jeder kann gern die Ausbildungsordnung, ist unterschiedlich lang, meistens 35, 36 Seiten, beim Bundesinstitut für Berufsbildung abrufen und sich damit beschäftigen. Aber hier setzen wir dann an, bereits bei der Übernahme an, wie das dann bei uns in der Übernahme sein soll. Das ist nämlich die Zeit, nach 18 Monaten beginnt bei uns das intensive Vertiefen in der Praxis und da findet die überwiegende Teil der Ausbildung in Praxisteil bzw. in den unterschiedlichsten Werkstätten, Abteilungen bei uns statt. Und der Herr Glesl ist der, ich sag mal, der Mann, der das durch den Flix-Fibern-Versetzungsplan die Ausbildung hier gestaltet, regelt und ganze Neigungen, die Azubis nach Neigungen und Fähigkeiten und Interessen dann auch einsetzt bzw. einteilt. Und meistens sind die Azubis schon sehr früh in die Abteilung, wo, wie heute schon mal gesagt habe, das Ganze auch zusammenpasst. Die Interessen der Azubis, also die Seite, und die Interesse der Firma, die kollidieren nicht, sondern die passen zusammen. Und es gibt Azubis, die sind nach 2 Jahren in der Abteilung und der Meister lässt sie nicht mehr gehen und der Azubi will sie auch nicht mehr eine andere Abteilung anschauen und dann gestalten wir die Ausbildung so intensiv, dass man dann auch bereits als Übernahmeabteilung nach 2 Jahren schon fertig haben. Das ist das Ansinnen, unser Ansinnen in der Ausbildung selber, dass wir von der Berufsorientierung über die Ausbildung, Grundausbildung, die Prüfungsgeschehen, den Einsatz in den Abteilungen, die Neigungen der Azubis mit dem Interessen der Firma zusammenbringen und da frühestmöglich zu integrieren, um am Ende der Ausbildung einen Facharbeiter zu haben, der sich in seiner Abteilung auch wohlfühlt, der da ankommt, wo, wie der Herr Götzschel sagt, der Fertigungsleiter, Abteilungsleiter, Meister sagt, Mensch, der passt, derjenige passt hundertprozentig zu mir, den möchte ich gerne halten, das passt. Und der Azubi, der zukünftige Facharbeiter, sagt dann, ich fühle mich wohl in dieser Abteilung, das passt auch hundertprozentig zu mir. Und daraus resultierend erfolgt auch eine Übernahmegarantie, die bei uns im Unternehmen 12 Monate beträgt. Also das heißt, ab Ende der Ausbildung sind 12 Monate garantierte Übernahme in dem jeweiligen Fachbereich und dann dementsprechend natürlich ausbaubar, je nach Neigung, vielleicht auch Entwicklungspotenzial, wie es der Götz vorhin angesprochen hat, je nach Abteilung, vielleicht auch was für Vakanzen entstehen, aber da immer individuell im Gespräch als solches. Und das ist vielleicht auch eine Möglichkeit, beziehungsweise ein wichtiger Impuls an alle
Schüler, Schülerinnen, die dabei sind, auch hier zum Recherchieren, zum Nachschauen, zum Stöbern. Was gibt es denn für Möglichkeiten für mich, nach der Ausbildung eingesetzt zu werden als Facharbeiter? In welchen Bereichen in den Unternehmen? Was bestehen da für Möglichkeiten? Wie schaut es dann mit einer Übernahmegarantie aus? Etc. Ja, das sind so wichtige, nützliche Tipps einmal zum Mitnehmen fürs Facharbeiter-Dasein. Das kann ich nur kurz unterstreichen, weil es nämlich ganz wichtig ist, nicht erst am Ende der Ausbildung Gedanken machen, wo will ich denn hin, wo soll es, sondern vielleicht schon vor der Ausbildung, also vor Beginn der Ausbildung, auch hinzuschauen, wenn ich mir die Firma anschaue, die Mitarbeiter anschaue, den Beruf anschaue, wo bin ich denn später mal unterwegs, will ich das überhaupt? Will ich das aus privaten Gründen? Ich sage mal, es macht wenig Sinn, wenn ich in eine Ausbildung in einer Firma mache, wo ausschließlich Montage unterwegs ist und ich will nicht weg von der Heimat. Aber es macht natürlich schon Sinn, wenn ich sage, ich will die Welt sehen, dann gehe ich natürlich in die Firma, in die Abteilung, wo ich später auch mal auf Montage unterwegs bin. Und darum auch der Gesichtspunkt nochmal schon bei der Berufswahl vielleicht mit einbeziehen, Übernahme, wo findet die später statt, wo ist mein späteres Einsatzgebiet, um da schon auch die Berufswahl dementsprechend auszurichten. Und nutzt dafür alle Quellen, die ihr findet, die ihr habt. Ob das die Eltern sind, ob das die Lehrer sind, die Lehrkräfte sind, ob das Verwandte, Bekannte sind, Freunde etc., die vielleicht auch in diesem Unternehmen arbeiten, die ähnliche Tätigkeiten, Berufe schon mal gelernt haben. Nutzt diese Informationsquellen, um euch da weiterzubringen und schon mal ein bisschen zu sondieren, was würde denn zu mir passen, was liegt mir. Gerne auch mal die Frage stellen, wie siehst du mich? Wie siehst du mich? Welche Fertigkeiten, Fähigkeiten habe ich? Was wird denn zu mir passen? Bin ich irgendwo kreativ unterwegs, sozial? Also dadurch Input holen auch von den angesprochenen Partnern. Und dann kann daraus durchaus, wenn eine gewisse Neigung entsteht, ich nehme mal das Beispiel, die technischen Ausbildungsberufe hernehmen, sage, ich habe Interesse an einem technischen Ausbildungsberuf und möchte mir den gerne näher anschauen, kennenlernen, den Beruf als solches, als auch die Firma, dann würde sich natürlich da ein Praktikum anbieten. Genau. Und wie sowas läuft und vonstatten geht, auch da wieder näheren Input zu unserer Vorgehensweise durch den Herrn Götz. Ja, ich habe es ja schon zu Beginn angekündigt und wiederholt auch jetzt in den zurückliegenden Zeit angesprochen. Praktikum finden wir als Ausbildungsteam als Grundstein für späteres gutes Zusammenarbeiten. Weil, ich begründe es ganz kurz, wenn ich sage, okay, alles okay, ich möchte zur Firma, die passt, der Beruf passt, vielleicht der Nachbar hat gesagt, das ist eine gute Firma, die Leute passen, dann führe ich ein Vorstellungsgespräch mit dem Personalleiter vielleicht und mit einem Ausbilder, dann sage ich, okay, das sind freundliche Gesichter, das passt mir ganz gut, da unterschreibe ich mal einen Ausbildungsvertrag. Aber ich habe nie die Möglichkeit gehabt, die Mitarbeiter hautnah kennenzulernen. Darum haben wir uns intensivst vor 10 Jahren entschieden, das sogenannte BOW einzuführen, beziehungsweise ausgesprochen Berufsorientierungswoche. Wir sind der persönlichen Überzeugung, ein Tag im Beruf kennenlernen bringt nicht so viel. Darum glauben wir, dass die ganze Woche wirklich dann das auch getan werden muss, um die Tätigkeiten alle kennenzulernen. Und wir gestalten das sehr umfangreich, nehmen uns dafür viel Zeit. Montag starten wir mit den gewissen Informationen, also das ganze Arbeitssicherheit, Einführung und dann versucht man innerhalb von den 5 Tagen begleitet immer durch einen Azubi von uns Tätigkeiten auszuführen, die den Beruf widerspiegeln. Und uns ist auch wichtig, dass er nicht allein irgendwo in der Ecke Ausbildungszentrum der Praktikant aufgehoben ist, sondern dass er die Möglichkeit hat, mitten bei den Azubis mitzuarbeiten, gemeinsam was zu gestalten. Aber was noch wichtig ist als das Gestalten, die gemeinsame Kommunikation. Also ich glaube, man kann am meisten von einem Azubi über eine Ausbildung erfahren, der das täglich auch erlebt hat, der im Geschäft ist. Und ich denke mal, die Augenhöhe, das ist schon bei Jugendlichen manchmal anders, weil unsere Azubis ist die Augenhöhe höher als wir bei uns Ausbilder. Und darum denke ich, auf Augenhöhe mit den Azubis ein Praktikum durchzuführen, da kann man sich über alle Geschichten und alle Gegebenheiten in der Firma und auch über die, die Kultur Gedanken machen. Das kann man hautnah erleben. Und das Ganze
schließen wir da nicht einfach ab, jetzt war es schön und da bekommst du ein Zertifikat, sondern wir versuchen auch, euren Eltern, also Eltern, Schülern, Lehrern die Möglichkeit zu geben, am Schluss, am Freitag, immer um 12.30 Uhr ein Abschlussgespräch dabei zu sein und ein Abschlussgespräch zu führen und damit natürlich auch weiter im Kontakt zu bleiben oder auch zu erfahren, ich habe in der Woche kennengelernt, der Beruf ist nichts für mich, ist für uns genauso wichtig, weil wir damit wieder unsere Passgenauigkeit zusammenbringen und nicht unsere Interessen dann aufeinander konfrontieren. Ja, vielleicht zu den Ausbildungs- oder zu den Plätzen in der Berufsorientierung, kommt je nach Beruf an, also zwischen bei Industriemechaniker, Elektronikern, Maschinen- und Anlagenführer, so insgesamt 8-9 ist unsere Grenze. Und wie gesagt, wir würden uns freuen, wenn ihr die Möglichkeit nutzt, uns kennenzulernen, aber auch uns die Möglichkeit gebt, euch kennenzulernen. Ich glaube, das muss halt zusammenpassen und das gibt unsere Berufsordnungswirche einfach her. Ja, wie kommt man zum Praktikum? Wie komme ich zur Berufsorientierung? Wie komme ich zur Berufsorientierungswoche? Das ist die gute Frage. Da haben wir was beigelegt, beziehungsweise was dabei. Genau, das findet ihr, finden Sie auch auf unserer Homepage, wie ganz am Anfang schon mal angesprochen. Um einen Praktikumsplatz sich zu sichern, zu reservieren, findet ihr auf der Homepage ein Formular. Auf dem Formular sind verschiedene Angaben drauf zu tätigen, die ausschließlich für diese Berufsorientierungswoche gespeichert werden. Da geht es um den Vornamen, um die Nachnamen, die Telefonnummer. Warum die Telefonnummer? Es ist uns aus dem Grund wichtig, wenn denn die Bewerbung als solches dieses Formular bei uns eingeht und sich, ja, ich sag mal, was ändert, gerade in der jetzigen Zeit hinsichtlich Corona, ganz brandaktuell, dann haben wir auch eine aktuelle Adresse, wo man in Kontakt treten kann, falls sich was ändert oder ändern sollte. Der Praktikumszeitraum, der darauf zu finden ist, gibt uns die Möglichkeit, am besten 1, 2, 3 angeben, das auch adäquat einzuteilen. Der Herr Götz hat es vorhin angesprochen, wir planen es so ein, dass ein Azubi, zwei Azubis, je nach Teilnehmer, wie viel das wir da haben, ausschließlich diese Woche sich Zeit nimmt für den oder die Praktikanten. Und deswegen ist uns wichtig, dass man auch ein paar Ausweichtermine dann hat, um das einzutakten. Dass in der einen Woche nicht nur einer da wäre und in der anderen Woche dann 10 oder 15. Und den Ausbildungsberufwunsch, die letzte Zeile, die da mit dabei steht, kann man schon mal ein bisschen sondieren. Möchte ich denn in den Elektronikerbereich, den Industriemechaniker, Maschinenanlagenführerbereich, für ganz Unentschlossene gerne auch einfach technischer Bereich mit angeben, dann kann man das vor Ort im individuellen Gespräch auch nochmal rausfiltern und dann einteilen. Das Formular ausfüllen, unterschreiben und uns dann zusenden an die unten angegebenen E-Mail-Adressen Tobias Glesel oder Andreas Götz. Wer damit nicht zurechtkommt, sind die Ansprechpartner auch als solche nochmal auf der Homepage mit drauf, da uns gerne das Ganze zukommen lassen. Und dann können wir das entsprechend einplanen und geben, aber dann auch immer Rückmeldung dazu, klappt das nicht, kann man auf eine andere Woche ausweichen etc. Deswegen eben auch die Telefonnummern oder die E-Mail-Adresse mit dabei. Ja, das war unser fünfter Punkt. Ich habe ja am Anfang gesagt, wir versuchen in 30 bis 40 Minuten durchzukommen, haben wir fast geschafft. Und darf jetzt den Blick zu Merima wenden, ob es schon Fragen gibt im Netz oder ob wir was vergessen haben auszuführen, Informationen vielleicht nicht weitergegeben haben. Einfach der Blick mal zu Merima, ob da was gekommen ist. Vielleicht sagen Sie noch was zur Vergütung allgemeinen Lehrjahren oder zur Sondervergütung. Also gerne. Vielleicht Vergütung ist ja tarifabhängig. Da haben wir unsere ganz normalen Tarifverträge, haben sich jetzt zum 1.4. erhöht. Wir je nach Ausbildungsberuf, Ausbildungsjahr zwischen 940 und 1.080 Euro zur Zeit. Wenn ihr Ausbildung beginnt, gibt es mit Sicherheit andere Zahlen dazu. Und das ist einmal die Grundvergütung tariflich geregelt.
Aber wie viele von euch bestimmt wissen, ist ja das sogenannte Notengeld irgendwo in aller Munde. Da hat sich Pfleiderer nie beteiligt, sondern wir haben ein sogenanntes MyBooking eingeführt. Also wir möchten besondere Leistung in Berufsschule, in Firma auch belohnen. Und wir haben so einen Leistungskatalog in MyBooking, der umfasst 30 Punkte in den unterschiedlichsten Arten. Also wir vergeben nicht nur Belohnungen für gute Leistung für einen Einser in der Schule als Beispiel, sondern wir sagen, wenn sich jemand von 4, der Note 4 auf 3 oder 2 verbessert hat, hat er mit Sicherheit eine sehr gute Arbeit geleistet, hat sich angestrengt und darum belohnen wir das genauso. Oder wir belohnen dann einen besonderen Einsatz für Projektmanagement bzw. Projekte durchführen, wie zum Beispiel jetzt bei der Frau Böhler. Wenn wir mit Sicherheit da was tun, da sagt man dann, also für besondere Leistungen gibt es dann so und so viele Bonuspunkte, die 1:1 in Euro umgewandelt werden. Aber auch soziales Engagement ist uns ganz wichtig. Genau. Also auch hier Projekte, soziales Engagement in Abteilungen oder darüber hinaus gibt es verschiedene Kooperationen im Landkreis, wo wir tätig sind, wo unsere Azubis auch mit dabei sind. Und auch diesen Punkt honorieren wir mit Punkten und dann letzten Endes dann umgerechnet in Euros. So, was auch lohnmäßig sich niederschlägt, weil man es nicht ausgeben muss, sind sogenannte, ich sag mal, kostenfreies Wasser, das bei uns zur Verfügung gestellt wird, darf man nicht unterschätzen. Ich bin immer noch überrascht bei der Einführung des kostenfreies Wasser. Waren vor der Einführung vor 4 Jahren, also nur Cola, Fanta, Luna auf der Werkbahn gestanden. Nach der Einführung oder seither steht nur mehr Wasser auf den Werkbänken. Und das, glaube ich, ist ein Beitrag zur Gesundheit unserer Azubis, unserer Mitarbeiter, wo also dann ergänzt wird durch sogenanntes Obst, das dreimal in der Woche, also bei den einzelnen Abteilungen ausgelegt wird, wo sich jeder dann bedienen kann. Arbeitsgeld und noch als zusätzliche dann Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld. Das, glaube ich, sind schon so Selbstverständlichkeiten, aber schaut auch hin, fragt ruhig in einem Vorstellungsgespräch bei einer Berufsorientierungswoche nach, was gibt es denn bei euch alles? Das sind Punkte, die man also gar nicht so ohne Bemerkung oder ohne hinzuschauen außer Acht lassen sollte. Den Punkt Arbeitskleidung, was du gerade angesprochen hast, möchte ich vielleicht kurz aufgreifen. Da darf ich an alle Eltern, meistens waren es immer die Mütter, die die Arbeitskleidung gewaschen haben, und wir haben auch seit mehreren Jahren da Arbeitskleidung, die gestellt wird vom Unternehmen für die technischen Ausbildungsberufe, für die Azubis, in dreifacher Ausfertigung. Die spezielle Arbeitskleidung, die gewisse Anforderungen haben muss, gewisse elektrische Ableitfähigkeit, Widerstandsfähigkeit gegen Funken, die stellen wir als Unternehmen. Gewisse gesetzliche Grundvoraussetzungen muss jedes Unternehmen stellen, zum Beispiel die Sicherheitsschuhe, wie man vielleicht sieht bei uns, die wir anhaben. Aber darüber hinaus, das Thema Arbeitskleidung hat man so entschieden bei uns. Die Azubis nutzen es auch sehr gern, sehr umfangreich. Ein Waschservice ist auch dabei, Reparaturservice. Also, dass da die Eltern, die Mütter daheim wenig Arbeit damit haben, was das Waschen angeht. Ja, gibt es denn mit Blick auf die Merima noch Dinge, die wir vergessen haben oder Fragen? Vielleicht noch was zur Vertrauensausbildung. Oh ja, danke. Danke für den Hinweis. Ja, ich glaube, das ist im Landkreis im Markt schon eine Geschichte für Bundesausbildung. Was ist das überhaupt? Und ich glaube, man kann es ganz einfach erklären. Also die Firma Pfleiderer war 2008 in 3 Geschäftsbereiche verteilt. Einmal die Plattenproduktion, die Holzwerkstoffe, einmal in die Mastenproduktion und einmal in die Schwellenproduktion. Man hat sich entschlossen, sich ausschließlich auf die Holzwerkstoffe zu konzentrieren. Hat 3 selbstständige Unternehmen gegründet. Einmal die Firma Europuls für die Masten, einmal die Firma Relvon für die Schwelle und dann natürlich den Holzwerkstoffhersteller Pfleiderer. Und damit stellt sich natürlich im gleichen Zusammenhang für den Geschäftsleiterbeschluss die Frage, wie gestaltet man Ausbildung? Und ich denke, da kann man stolz sein, so etwas zu haben, weil wir haben uns nämlich entschieden, wir machen gemeinsam die Ausbildung weiter.
Also wir bilden gemeinsam aus, alle drei Firmen stellen ihre Azubis ein und dann läuft die Ausbildung in den drei Firmen gemeinsam ab. Das heißt, unser Azubi, Elektroniker wieder, kommt nicht nur als in die Pfleiderelektrowerkstatt, sondern kommt in die Elektrowerkstatt von Relvon, kommt in die Elektrowerkstatt von Oropus. Und damit kann er natürlich sein Wissensspektrum, seine Fähigkeiten ungemein ausbauen und es ist nicht nur tunnelmäßig geführt, sondern er kann es komplett sein Wissen natürlich aufweiten und sich da für sein späteres Facharbeiterleben, für sein privates Leben auch organisieren bzw. Wissen erweitern. Und nicht ganz selten kommt es auch vor, dass jemand sagt, ja, Elektroübernahme, ich bin jetzt zwar Pfleiderer, aber jetzt wird genau bei Oropus jemand gesucht, zum Beispiel auf Montage wird mir auch gefahren und dann machen wir schon auf Rücksprache, Absprache mit den einzelnen Personalabteilungen auch mal den Spagat, dass man auf die Firma dann nach der Ausbildung wechseln kann. Also wir stehen uns hier nicht im Wege und ich glaube, das ist einzigartig in Deutschland, da weiß ich es, in Europa weiß ich es nicht, aber die Art von Verbundausbildung mit dem kompletten Durchtausch der Abteilungen gibt es nur bei uns und die Rückmeldungen unserer Azubis seit Jahrzehnten ist einfach gigantisch, was einfach sehr viel Wissen sich aneignen können. Jo. Ansonsten haben wir jetzt noch eine Frage über Instagram reinbekommen. Bis wann muss man sich denn für ein Praktikum im Sommer bewerben? Habt ihr da einen Timeline? Ich sage mal so bald als möglich. Also wenn ich mir schon im Klaren bin, dass ich das im Sommer absolvieren möchte. Ich klammer jetzt die Pfingstferien, wir haben uns dazu auch schon mal unterhalten, ein bisschen aus, weil aktuell noch nicht klar ist, wie sich die Situation um Corona, den Schulen und damit einhergehend auch den Praktika auswirkt. Aber definitiv für die Sommerpraktika so bald als möglich bewerben und uns zukommen lassen. Gerne darüber hinaus auch für die anderen Zeiträume uns einfach kontaktieren, gerne per Mail, gerne auch telefonisch. Und dann kann man da individuell ins Gespräch gehen und schauen, wie man das Ganze deichselt und was man da terminieren kann. So dem Thema Bewerbung für Praktika. Das Bewerbungsthema allgemein für die Ausbildungsplätze ist bei uns sehr offen, möchte ich mal sagen, gehandhabt. Also da gibt es jetzt als solches, ja, ich sag mal, keinen Stichtag zum finalen Ende. Aber muss man natürlich auch ganz klar sagen, je eher, dass ich da unterwegs bin, je eher, dass ich dran bin, das ist aber nicht bloß bei uns so, sondern bei vielen, vielen anderen Firmen auch, desto eher habe ich natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass ich auf einem von diesen Ausbildungsplätzen, wie es der Götz vorhin angesprochen hat, genommen werden kann. Also gibt es da keinen finalen. Aber so als grobe Richtlinie sollte ich schon nach den Sommerferien sollte ich die eigentlich schon draußen haben. Ja. Vielleicht zum aktuellen Stand: Ausbildungsplätze für Ausbildungsbeginn 2020 im September sind die Ausbildungsplätze bei uns besetzt. In der Verbundausbildung, also bei den Firmen Oropus und Relvon, hat man noch die Möglichkeit, Ausbildungsplätze im Bereich Konstruktionsmechaniker, Industriemechaniker und eventuell Elektroniker zu besetzen. Also gerne, wenn es da Rückfragen gibt, auf uns zukommen. Wir haben einen sehr guten Kontakt. Wir gestalten ja die Ausbildung gemeinsam und wir können auch den Kontakt herstellen beziehungsweise dann auch nochmal Fragen dazu beantworten. Und wie gesagt, wenn es denn die Corona zulässt, einfach kurzfristig dann auch für die Pfingstferien schauen. Ich glaube es jetzt zwar nicht, aber dass wir die Lockerung so schnell hinbekommen. Aber wenn es denn so sein sollte, dass wir alles wieder durchführen dürfen bis zu den Pfingstferien, sind wir auch sehr flexibel und machen auch noch 2 Tage vor Beginn der Pfingstferien mit euch ein Praktikum, weil uns das wichtig ist, dass ihr uns kennenlernt, dass ihr den Beruf kennenlernt, aber auch die Gegebenheiten bei uns kennenlernt, um dann wirklich wieder das passungsgenau hinzubekommen. Ja, jetzt mache ich meinen fragenden Blick noch zur Frau Böhler, Mirima. Sollten alle Fragen oder Themen geklärt sind. Danke. Falls dennoch im Nachgang bei dem einen oder anderen Fragen aufkommen, wie vorhin angesprochen, der Link, die Daten, die darauf zu finden sind, auch der Stream als solches, ist für circa 3 Wochen im Nachklang anzusehen.
Und wenn Fragen auftauchen sollte, nicht scheuen, gerne melden, per Mail oder auch telefonisch auf der Homepage ersichtlich. Und gerne auch weitergeben an Freunde, Kollegen, Verwandte, Bekannte. Und vielleicht hat es der ein oder andere sich schon gewundert, warum der Herr Götz und ich so komische Tücher um den Hals haben. Hat die Bewandtnis, dass auch wir uns damit beschäftigt haben. Zwar jetzt den Abstand der schönen alten einhalten konnten, aber ja, uns bleibt einfach zum Schluss zum Sagen, Abstand halten, Hände waschen und gesund bleiben. In diesem Sinne, danke fürs Mitmachen und dabei sein.